Willkommen zurück zu Dark Souls 2. Ja, ich habe mich mal von dem anderen Feuer da oben hier runter zu dem Feuer teleportiert, weil mir eingefallen ist, wir wollten ja nochmal zu der Flatterfrau. Ich weiß einfach nicht, wie hieß denn die nochmal. Ja, jetzt schießen die alle hier wieder. Alles klar, alles klar. Alles klar. Und ja, öffne mal jetzt hier. Scheiße. Der Frosch hier rein. Aber die Spinnen, ne? Die muss ich erstmal abwarten. Frosch töte ich auch mal schnell. So ein, was ist das? Ist dieser Tür zu machen? Wir müssen ja eh gleich wieder raus. So, den werde ich mal schnell. Muss ich da drüben rein? Bin gerade am Überlegen. Nee, da muss ich nicht rein. So, wir gucken mal, ob sie was Neues hat. Dann gucke ich mal erstmal handeln. Ja, sie hat hier. Den hat sie, glaube ich, das ist neu, ne? Thronwächterseele. Wächterschild. Na, die Werte sind aber jetzt nicht so gut. Ja, hier haben wir das Spiegel, ne? Von dem Spiegelritter. Das ist auch nur 95. Hm. Was haben wir denn hier noch? Ich konnte mir ja sowieso eins umsonst aussuchen bei ihr, ne? Spinnenzahn. Schwerer Angriff. Bewegungshemmend. Braucht aber, wie gesagt, Geschicklichkeit. Hat sie denn eine Waffe? So, fangen wir mal hier an. Nein, nein. Das wäre möglich. Hat aber keinen Effekt. Das wäre auch möglich. Gift. Greift den Schaden zu Ursache an. Ach, das ist das Schwert, ja. Das greift mich selber nämlich auch an. Ja, ne, brauche ich nicht. Drang, Schwingen, Ultra Großschwert. Spezialangriff, Schwerangriff. Das könnte man sich vielleicht mal überlegen. Aber ich habe ja eigentlich schon... Für New Game Plus habe ich ja schon eine Waffe. Ja, das ist ganz gut. Geschicklichkeit. Das Skelett auf S. Aber... Geschicklichkeit bin ich ja nicht. So, was haben wir hier noch? Ich weiß jetzt gar nicht, ob es eine Trophäe gibt, wenn ich jetzt von ihr hier nichts kaufe. Ne? Hitzkopfspeer. Naja, das ist. Dann würde ich doch schon eher das hier, ne? Das macht ja soweit jetzt. Nehme ich mal das hier, damit ich wenigstens das Kostenlose mitgenommen habe. Naja, sieht nicht so aus, als ob es hier eine Trophäe gibt. Wenn, dann müsste ich das nochmal nachlesen. Noch verstärken konnten wir ja nichts mehr, ne? Hier bei den Klamotten vielleicht. Die Handschuhe hatten wir. Ich glaube, wir hatten alles, ne? Die kompletten Sachen hatten wir alles schon. Ja, hatten wir alles. Ah, hier ist ja das. Das habe ich ja auch. Ah, das kann man mit normalen Dingern aufwerten. Ich werte das jetzt einfach mal auf. Große Gruppe. Ach, jetzt habe ich kein Geld mehr, okay. Ja, große könnte ich jetzt auch noch reinballern. Und der Schaden von dem Ding geht eigentlich auch ziemlich hoch. Ist ja so eine Art Magieschwert, ne? Zerbrochenes. Wo ist denn jetzt dieses andere? Ach, da unten. Ja, das braucht natürlich versteinerte Drachenknochen. Da haben wir keinen einzigen. Na, ist egal. So, kaufen. Ah, jetzt immer dasselbe.
4 hatte ich jetzt alle, ne? Ja, die Zauber hatte ich alle eh. Okay. Ja. Das muss ich überlegen. Jetzt muss ich wieder zurück. Zurückrennen. Uiuiuiuiui. Jetzt wollten wir ja quasi zu den... Muss ich wieder eins höher. Denn anders kommt man sonst nicht mehr da oben hin. Sonst hätte ich jetzt doch in den Nebeneingang, glaube ich, gehen müssen, wo die Zauberer noch da drin standen und hätte dann durch den Eingang da, glaube ich, da wäre ich dann auch auf die andere Seite gekommen. Aber so geht's schneller. Muss ich mich nicht unnütz noch rumprügeln. Ich glaube, hier war es gewesen, wo ich die Echse noch nicht gekriegt hatte. Ich habe mir jetzt übrigens mal die noch mit reingepackt. Ich mache mal die, aber den Kunden vorher... Ne, den muss ich mit Magie erst wegmachen. Normalen. Mal sehen, ob mein Plan jetzt funktioniert wegen der Echse. Wenn nicht, naja, gut, dann... Wieso habe ich denn jetzt Leben verloren? Will ich nicht. So, hier durch... Hier durch und wenn ich jetzt, da müssen wir die ganzen Spinnen auch noch wieder. So. Ich glaube, der reicht diesmal 2. Und jetzt gucken. Ich werde hier mal den nehmen. Ach, die hatte ich doch. Die hatte ich doch schon. Okay. Dann. Prismastein. Ja, dann können wir ja den hier mal schnell weg. Wir können ruhig alle Zauber verwenden jetzt hier. Ich dachte, ich hätte die noch gar nicht bekommen. Die lassen wir mal in Ruhe. Ich hoffe mal nicht, dass die runterkommen. So. Frosch. Ade. Du auch, Kumpel. Dann dürfte noch ein Frosch hier hinten sein. Der auch AD, da sowas fallen lassen. Koderstein. Ja, prima. Ach, da kommen noch ein paar Spinnen. Alter, die kann ja hier alles kaputt machen. Der Frosch hat auch was fallen lassen. Noch ein Koderstein. Okay. So, jetzt heißt es wieder... Na. Die Kunden... Ach, die sind so schon tot. Wir haben ja den Bogen aufgewertet, stimmt. Alter. Lebte der noch? Nee, ne? Na, den Bogen brauche ich eh jetzt gleich nochmal. Und die da nehme ich aber Eisenpfeile. Und die sterben sogar gleich. Mal noch eine. Ich weiß, ich hatte ja gesagt, eigentlich, ich wollte da schon hinrennen. Offline. Aber, sag schon, dann ist mir eingefallen, dass wir noch zu der Verkäufertante wollten. So, die Tür hatten wir das letzte Mal. So, jetzt er hier. Große Titanitscherbe. Schnell hier hoch. So.
Ach ja, die Spinnen. Die sind aber Gott sei Dank One-Hits. Einmal drauf und dann... Jetzt muss ich gucken. Muss ich da runter? Ne, Moment mal. Ich musste hier hinten, ne? Ne, hier? Hier kam ich ja gar nicht weiter. Hier war doch irgendwo... Ich gehe jetzt mal hier hin. Und gehe dann mal... dahin. Oh, passt schon. Uiuiui. Ey! Ihr müsst Viecher. Komm her! Blöde. Weg. Banditenaxt. Ich trinke mal hier was. Kommen da bestimmt noch gleich ein paar. Wo seid ihr? Ah, hier vorne. So. Noch irgendwo eine, die mich ärgern will. Bestimmt da vorne noch, ne? Naja, die hier. Jetzt sehe ich jetzt keine. So, da wären wir. Na, nehme ich mal noch einen. So, und da ist, glaube ich... Ey, was mache ich denn? Oh, falschen Knopf gedrückt. So, deswegen bin ich hier hergekommen. Denn hier können wir uns nämlich auch noch mal eine Riesenseele holen. Ja, dann wären ja eigentlich nur noch vier Bosse übrig. Also für diese Unterwelt da... Weiß ich nicht, ob ich da schon... stark genug bin mit dem Zauber. Ja, hier sagen sie auch Wild, aber hier gibt es ja nichts weiter. Ich hatte das schon mal alles untersucht. Hier läuft man nur zu den toten Drachen dahin. Dass das sein Flügel ist, okay. Na, hier ist er ja schon. Untersuchen. Seele des uralten Drachen. Okay, keine Riesenseele. Und wenn wir jetzt nochmal untersuchen drücken, geht's schon wieder zurück. Ja, ich habe das ganze Gebiet hier mal abgesucht gehabt. Also ich habe da nirgendwo ein Item gefunden. Falls jemand von euch natürlich ein Item da irgendwo gefunden hat, dann schreibt es mir sofort. Ne? Dann muss ich da auch nochmal hin. So, ja, jetzt müssen wir ja hier lang. Ich glaube, da können wir noch mal den Kunden hier töten, den Ehen. Ach nee, doch nicht. Einmaliger Gegner gewesen. Und der ja auch, ne? Ja. Also ich dachte jetzt schon nicht, dass jetzt gleich wieder das Vieh da, dieser Baumwurzel da rausgesprungen kommt. Man könnte eigentlich noch mal zu den Schwarzmagier, der ja auch handeln tut gegen Bossseelen. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass der noch irgendeine interessante Waffe hat. Aber... ich glaube, ich muss jetzt langsam... Seelen zum Bloppen hatte ich jetzt auch nicht mehr, ne?
Die hatten wir schon alle verbraucht, ja. Wären dann nur noch die Bossseelen eigentlich. Ach, hier hatten wir sogar 5. Interessant. Ach so, hier wegen Feder und wo ist das andere Item, die Leiter? Ich glaube, die ist als Schlüssel abgebildet. Was mache ich denn? So. Wo haben wir denn hier die Schlüssel? Genau. Ja, da ist die Leiter, das Item hier. Ich gehe nochmal zu dem... Wir gehen nochmal zu dem Schloss. Oder wollte ich jetzt noch was machen? Moment. Die Seelen kann ich doch... da kann ich doch das eine Schwert hier nochmal wenigstens großen Titanitschirm reinhauen. Vielleicht benutze ich das hier auch nochmal. Ja, jetzt fehlt es natürlich am Brocken. Und zwar 1, 2, 3, glaube 6 Brocken insgesamt. I'll be around if you like. Konnte man jetzt aber hier nichts kaufen, ne? Weil hier Brocken hatten wir schon alle gekauft, ne? Gegenstand kaufen. Ne, hatten wir noch nicht. 3 könnten wir hier, wenn wir dann, ne? Aber Seelen haben wir ja gerade kaum welche. Und hier könnten wir sogar noch 2. Na egal. No interest. See. Gegenstand kaufen. Dass da immer noch Geld übrig bleiben muss, ne? So, 4 Seelen. Thank you, Kai. Jetzt habe ich tatsächlich schon wieder vergessen, wo ich jetzt hin wollte. Den Schwarzmarkt. Ach so, ja. Jetzt fällt es mir wieder ein. Boah, Mann. So, wie kommen wir denn am schnellsten zu dem hin? Moment, der war doch... der war doch... Oh, Mann. Hier, ne? Und dann zurücklaufen, oder? Oder war das hier überhaupt? Ich gehe mal kurz durch. Ja, hier war das Loch. Hier hatten wir die schwarze Tür geöffnet. Hier doch, das erste. Und dann ein Stück zurück, glaube ich. Nee, das war, glaube ich... Nee, da war das, glaube ich, nicht. Hier ist noch die eine große schwarze Tür, ja, wo wir auch nochmal zum Boss müssen. Aber den will ich eigentlich ganz am Schluss machen erst. Sorry, dass ich gerade ein bisschen Orientierungsschwächen habe. Weil wenn ich hier zurückrenne, da kommen ja, ist ja oben nur der Thronsaal. Und wenn ich da rausgehe... Nee, hier war es nicht. Auf gar keinen Fall. Das war eins weiter. Hier war das, glaube ich. Und zwar ganz am Anfang, ne? Das war ja bei dem Typen, wollte ich auch nochmal hin. Das muss ich nur überlegen. Na, hier war es auch nicht. Hier war es. Genau. Hier war's. Weil das ist jetzt die einzige Questreihe, die wir noch nicht erledigt haben, also die mir jetzt so einfällt. Ja, und da muss ich überlegen, entweder mache ich da die Finsternislöcher oder ich mache den ganz großen Drachen
Oder ich mach König Wendrick. Habe ich eigentlich nicht wirklich Lust auf. Ja, voll den Arsch noch geschlitzt. So, der war hier unten eingesperrt. Ich guck mal, ob der jetzt. Ansonsten weiß ich jetzt gar nicht, was ich falsch gemacht habe. Please. Ach, jetzt weiß ich, was ich falsch gemacht habe. Ahaha, wir müssen untot sein, Leute. Wer könnte mich jetzt hier... Ah, hätte ich mal den Frosch nicht umgebracht. Ah, da draußen sind ja diese Ratten, ne? Giftstein. Man muss bei dem... Ja, das vergesse ich immer wieder, ne? Der redet nur mit einem, wenn man untot ist. Den hätten wir beim letzten Mal schon anreden können. Ja, das ist bei mir, weil ich ja immer menschlich sein will, ne? Ich will eigentlich nicht, hey, Ratten. Kommt! Oh, jetzt tötet die doch nicht alle. Die sollen dich töten. Kommt hier vor. Damit ich meine Seelen gleich wieder aufheben kann. Die brauchen mich ja nur versteinern. Aber wenn sie mich versteinern, ist man auch sofort tot. Seht ihr? Aber hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass man sich mal... Aber eigentlich könnte ich die Seelen liegen lassen. Wisst ihr warum? Ach nee, da ist ja der Frosch auch. Nee, nee. Mir ist nämlich gerade was eingefallen in Majula, dass hier von den einen Klamottenhändler da, wenn man da ohne Seelen hingeht, kriegt man ja auch nochmal eine Rüstung geschenkt. So, jetzt sind wir mehr als untot. Oh, da haben sie aber ein ganzes Stück Leben abgezogen, wa? Na, ist egal. Ich weiß jetzt zwar nicht genau, was der alles noch, also ich habe die Leiter und die Feder. Ich weiß, aber gab es, glaube ich, noch einen dritten Gegenstand, den ich ihm, ich weiß nicht, ob ich den schon habe. Naja, erstmal schauen. Ach ja, du wieder. Hast du was hinterlassen? Nee. Well, you're nicely hollowed, aren't ja. You? Seht ihr? Are you tormented by memories? Burdened by guilt? Now the question, are you ready for more? If you are, then we ought to talk. This contains my power. Long ago, this naive vessel of mine set about devising new spells. The fool dreamt of bringing new forms of magic into the world. But instead, he created me. Mostly by chance, but he did a fine job, I must say. What he sought was strength. And so I decided to demonstrate. While my vessel slept, I'd find my mark and hunt him down. But my vessel did not approve. And so while I slept, he sealed the both of us away. No, I don't have anything against humans.
But how is it that you go about defining good and evil? I'm only using what the gods gave me. How can that be so wrong? So what say you to a spot of murder on my behalf? If you don't, I'll leave this place and take more lives. Many more. I couldn't give a fig either way, so what's your choice? Ja, machen wir ja. Yes, I see how very kind of you. I want you to kill a merchant named Gilligan. A greedy, foul man. He won't be missed, I assure you. Yes, bring me a ladder miniature. Ja, die habe ich ja schon. Is the only person who'd have such an odd knick-knack. So. Ich weiß jetzt nicht, ob das ob man da stehen bleiben kann und den gleich wieder anregen kann. So, jetzt gehen wir nochmal hin. Ah ja. Fine work. This is my thanks. Und man kriegt natürlich Geschenke von ihm. Zerstreuungsring. Gucken wir uns später mal an. Now let's discuss our next mark. I want you to kill one more. Your target will be Kale, the man who's drafting that map. While I was trapped in here, he touched me, that maniac. Like I was some rare specimen. He wore a strange helm. Bring it back as proof. Ein Helm. Yes, I knew I could count on you. Perhaps this will slake my thirst. Ich glaube, den haben wir noch nicht. Den Helm von dem, da müssen wir noch mal zu der Villa. I want you to kill Kale. Ja. Bring him. Okay. Das haben wir leider noch nicht. Ja gut, da müssen wir jetzt aber ich hoffe mal, der gibt mir das. Weil ich will jetzt nicht unbedingt ein NPC töten. Ansonsten, wo kriegt man denn den Helm? Wir müssen mal gucken, was der für einen Helm auf hat. Ansonsten, ich muss eh gleich einen Schnitt machen. Ansonsten gucke ich mal schnell im Internet nach. Weil ich weiß das nämlich jetzt auch nicht. Wie gesagt, es ist das erste Mal, dass ich hier diese Quest mache. Ich habe den sonst vorher auch immer freigelassen, aber dann getötet gleich, ne? An Ort und Stelle. Weil ich wusste nur, wenn ich den nicht töte, dass der mir im ganzen Spiel, Rest des Spiels, überall verfolgt als Phantom. Okay, dann werde ich das mal schnell rausfinden, wo ich diesen Helm herkriege und sage tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dark Souls 2 und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.